Aus solchen Verbindungen sind sogar schon Kinder hervorgegangen. Naja, und andersphärische Wesen. Naja. Wieso andersphärische Wesen? Wenn ich einen Djinn herbeirufe, das heißt ja nicht umsonst Herbeirufung, reiße ich kein Loch in das Sphärengefüge. Djinne sind manifestierte Elemente aus dieser Sphäre. Daimonida auch, mein Freund. Ja, aber sie sind mit siebsphärischer Essenz gebildet. Und das ist jetzt keine drittsphärische Essenz, Djinne? Djinne sind drittsphärische Essenz. Manche Djinne muss man nicht mal rufen. Es gibt spezielle Orte, an denen Djinne einfach so leben. Wie Menschen. Nur halt sehr viel länger. Also, Draconia zum Beispiel. ihr solltet Wollten. vielleicht einmal mit Magister Bruce Bareiken oder mit Gritten Das reden. denke ich auch. Und dann, naja, das ist wie gesagt nicht mein Metier. Ja, er guckt mal tatsächlich so ein bisschen. Aber ihr habt noch nie davon gehört, dass Menschen und Djinne eine Beziehung zueinander führen können? Das mag Nein. vielleicht im Rastuhlzwall normal sein, aber nein. Ja gut, normal ist das auch nicht, aber. Aber was geht denn aus so einer Beziehung dann hervor? Wird es dann ein Mensch oder ein Djinn oder ein Mischwesen? De facto eigentlich eine Mischung. Aber sie haben in der Regel mehr Menschliches an sich. Sehr viel mehr. Manchmal vielleicht eine gewisse Eigenart. Es gibt Leute, denen wachsen permanent irgendwelche Blüten durch die Haare, weil ihr Vater ein Humus-Djinn ist. Ja, überlegt nochmal weiter. Aber eigentlich sind die Menschen. Sie haben eher eine natürliche Begabung für das Element ihres Vaters. Und solche Menschen leben an deiner Akademie. Ganz, ganz wenige. An unserer Akademie sind wir ja insgesamt über 160 Menschen. Inklusive das nicht magische Personal. Vielleicht zwei oder drei in 10 Jahren. Aber es ist natürlich so, dass wir uns bei neuen Schülern gezielt nach solchen Menschen mit diesen Begabungen umschauen. Gut, Gut, ja, gut. hochinteressant. Eine solche Person will ich ja gerne mal kennenlernen. Meine, es gibt in Aranien eine Stadt, ich habe den Namen vergessen, in der so manch ein Djinn schon Kinder gezeugt hat. Ja, genau. Und bevor ich glatzköpfig wurde, hatte ich auch Haare aus Feuer. Und ich bin die Kaiserin von Gareth. Können wir jetzt wieder von echten Dingen reden? Das ist ziemlich amtsanmaßend. Wenn ich einen Djinn beschwöre, könnt ihr das gerne fragen. Ja, man geht mal zurück mal an Vibons Bett hinan. Er setzt sich mal auf dem Schemel daneben, ächzt dabei leicht wie ein alter Mann. Vibon, wie geht's euch? Besser. Ihr werdet wohl erstmal noch ein paar Tage hier bleiben müssen, hat er mir gesagt. Wir können morgen aufbrechen. Nein. Wir kommen wieder hier vorbei und nehmen euch mit. Zumindest hoffe ich das. Du schaffst das nicht ohne mich. Was schaffe ich nicht? Den Weg durch die Berge. Warum? Was könnt ihr denn, was ich nicht kann? Bin einfach besser als du. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Wir holen euch auf dem Rückweg ab, wenn wir. Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Ich hatte jetzt gedacht, dass wir versuchen, wieder nach Boran da zurückzukommen. Alles klar. Gut. Ich wünsche uns Glück und ja, bleibt gesund. Wir werden noch ein, zwei Tage hier bleiben. Vielleicht geht es ja dann wirklich jetzt an einem Grund besser, weil weil unser guter Kasim versuchen wird, vielleicht dich auf magische Weise aufzupäppeln. Bevor ihr Aber. aufbrecht, muss ich dir noch einen Arschtritt geben, ja? Na, wenigstens kannst du das Bein schon wieder bewegen, das ist ja zumindest mal ein Fortschritt. So, Vibon. Mach noch ein bisschen das, was du die ganze Zeit tust, langweile dich und werd dabei gesund.
Ich gehe ein bisschen hier meine Neugier vertreten und schaue mir irgendwelche exischen Bauten an. Ja, er grinst, fängt dann an zu husten und der Husten geht dann an in einen Schüttelkrampf. Sein ganzer Körper zuckt auf dem Feldbett umher und ihr werdet dann auch instantan von Manduria aus dem Zelt geschickt, die sich dann sofort um ihn kümmert. Ja, man geht dann raus, hat ein bisschen bedroppelteren Gesichtsausdruck. Ja, also erkennbar für alle Vivon geht's noch richtig schlecht. Man schaut die anderen kurz an. Naja, behaupten wir mal, dass es ihm noch nicht ganz so gut wieder geht. Ja, machen wir aus. Jeder von euch, der irgendwelche Leute sieht, die es noch nicht wissen, sagt den Leuten Bescheid auf unserer Gruppe, dass wir uns abends nach dem Abendessen, wenn es hier so etwas gibt, sozusagen im Zelt kurz treffen, alle Mann zu einer großen Besprechung, um immer zu gucken, ob wir am nächsten Tag aufbrechen wollen. Dann können wir auch gleichzeitig durchziehen, ob alle da sind und ansonsten Dinge einleiten, was auch immer wir tun müssen. Ich wünsche euch viel Spaß hier in dieser. Was ist denn da zu besprechen? Was denn? Was es da zu besprechen gibt, frage ich. Das stimmt, so viel ist es nicht zu besprechen. Ich entscheide das dann. Aber richtig. Ihr leitet den Sauhaufen, ihr entscheidet. Ja, aber dann werde ich doch trotzdem zwischendurch nachfragen können, wie es jedem geht und deswegen abends treffen, gemeinsame Besprechung. Habe fertig, Flasche leer, ihr seid entlassen. Viel Spaß mit Freiwachen. Bis heute Abend. Und Rodrigo geht mal Richtung zu dieser Pyramide. Ja, alles klar. Ihr könnt in den nächsten Tagen, beziehungsweise je nachdem, wie lange ihr euch hier aufhalten wollt, entweder eine Tour durchs Lager bekommen von verschiedenen Leuten oder euch Lehrmeister suchen. Auch das wäre möglich. Ich werde die Tage eine Liste ins Forum stellen mit Lehrmeistern, die euch hier zur Verfügung stehen. Unter anderem Blasrohr, Diskus, Schleuder. Ihr könnt auch fliegen lernen. Was das genau ist, werde ich euch später noch erzählen. Fallen stellen, Sternkunde oder Talentspezialisierung bezüglich diesem Ort. Natürlich auch verschiedene Sprachen und Schriften. Ihr seid in einem sehr exotischen Mix gerade. Ihr könnt von den Maraskanern lernen, die hier in diesem Dorf sind. Was heißt Dorf? In dieser Zeltstadt. Oder aber von den Hesinde-Gefreiten, die sich hier tummeln und gerade wenig zu tun haben oder gerade irgendwas abpausen müssen. Natürlich stehen den Magiern auch einige Fähigkeiten zu. Nicht die von Magister Puspareiken, aber die von Kritten Raudups, die ja aus Nersand kommt und vielleicht das ein oder andere euch nochmal bieten kann. Dazu stelle ich dann was ins Forum. Ja, da müssen wir mal gucken wegen Geld. Unentgeltlich. Oh, nett. Ja, also die interessieren sich hier gerade wenig für Geld. Ihr könnt auch an Erfahrung bringen, dass es hier wohl sehr reiche Geldgeber gibt, die nicht erwähnt werden wollen. Aber da hat wohl Puspareiken eine ganze Menge aufgefahren und das hier zu finanzieren. Wie gesagt, wenn man dann mit Mulis anzieht, beziehungsweise Eseln, die dann hier eingezäunt an der Weide stehen, hat man wohl, Zelte mitbringen können. Das dauert zwar alles ein bisschen länger, als ihr dann gereist seid, aber für wen dann Zeit keine Rolle spielt, gerade wenn man dann mehrere Wochen oder Monate hier verbringen will, da muss man sich halt auch ein bisschen Bequemlichkeit mitbringen. Aber wenig Geld, das interessiert die, wie gesagt, nicht. Wenn ihr was von den Söldnern lernen wollt, dann ja, das sind halt Söldner durch und durch, schwarzer Bundescore. Aber wenn ihr bei Hesinde-Geweihten oder Maraskanern lernen wollt, dann ist das egal. Gut, wir fangen einfach mal bei Brindigian an. Was hast du denn vor? Ich würde mir mal das Gespräch mit einem von den Maraskanern hier suchen. Ja. Sind ja alles so Freischärler, so Rebellen, glaube ich. Ja, genau. Kämpfer zumindest, ne? Genau. Wenn wir das Gespräch suchen, dann treibt sich die Schönheit, Bruderschwester. Sagt diese riesige Schneise vor eurem Lager durch den Dschungel. Wer ist dafür verantwortlich? Ist es das, was ich denke, dass es das war? Was denkst du denn, Bruderschwester? Ich habe bisher nur Gerüchte gehört, aber so stelle ich es mir vor, wenn der Herban der friedlichen Schwestern und durch einen Teil des Landes zieht. Nun, diese Schneise ist etwas älter. Wir wissen selber nicht genau, was es ist, aber auch sie haben bei uns Opfer gefordert. Wir wurden nicht von Jagdgras angegriffen, aber ein riesiger Maran, der
über uns schwebte und uns mit dem Feuer verheerte. Ihr hattet ihr also... wisst auch nicht, wie es entstanden ist, diese Schneise? Nein, sie muss wesentlich älter sein als... Naja, sie stammt nicht aus diesem Zeitalter. Ach, so alt sogar. Das ist ja noch merkwürdiger. Normalerweise wuchert doch alles zu. Naja, binnen einiger Wochen. Das muss einen anderen Grund haben. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Wir führen unsere Kämpfe außerhalb des Lagers. Gegen Flora, Fauna und die Hafaias. Gegen fremde Gs, aber... Nun, wir haben uns den Leuten hier angeschlossen, weil... Naja, er kann uns heilen. Und dafür helfen wir ihm. Das ist gut, solange dabei noch ein paar Hafajars zurück in den Äthergen getrieben werden können. Das ist ja durchaus positiv. Richtig. Vor einigen Jahren war hier etwas mehr los. Hilbert war auch schon einmal hier und kam dann wieder, weil seine, Ausgrabungen abgebrochen sind. Das heißt, das ist schon das zweite Mal eine Ausgrabung hier? Richtig, wie gesagt, die erste wurde abgebrochen. Damals waren wir aber noch nicht hier. Er hat uns aber davon erzählt, die Steinpforte dort oben, sie deutet einmal zur Pyramide, sie war aufgebrochen. Und er beschreibt es selber nur als ein Schatten. Ein riesiger 6 Meter großer Schatten, der hinaustrat und die Leute, die ihn damals hier festhielten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest waren es wohl keine offene Feindschaft, aber eine deutliche Aggression, die in der Luft lag. Ja, und sie wurden dann, nachdem sie den Tempel aufmachten, abgeschlachtet. Und wie überlebten damals? Er lief weißt in den das? Dschungel. Er lief in den War er Dschungel allein? und nein, nein. Er hatte einige andere Träger, die, zusammen mit ihm flohen. Er baute ein paar Meilen weiter von hier ein weiteres Lager auf. Und was genau dann sich hier abspielte, weiß er wie gesagt nicht. Aber als er dann zurückkam, fand er nur noch die leblosen Hafaias hier. Und wie lange besteht dieses Lager jetzt schon? Wie lange seid ihr schon hier? Dieses Lager? Ungefähr seit einem Jahr. Das ist lange. Gerade hier im Dschungel, aber es scheint hier irgendetwas zu geben, was ja die Köpfe Hurs davon abhält, über die Bruderschwestern herzufallen. Wahrscheinlich die ehemaligen Bewohner. Ich weiß nicht, ob etwas wie Magie in der Luft liegt, aber ich vermute es. Dann danke dir. Vielleicht spreche ich nochmal mit Hilbert oder einem der, nun, einen derer, die sich Schwester Hesinde verschrieben haben. Tu das. Ja, also das würde ich dann irgendwie mal im Laufe der Tage, wo wir hier sind, auch machen. Ja. Ja, wie gesagt, guck dir dann die Lehrmeister an, wenn der dich da irgendwas anspricht. Zum Beispiel auch Diskus oder so oder die magischen Fertigkeiten, aber das musst du dann auch jetzt nicht entscheiden. Das kannst du dann, wie gesagt, sehr generisch verbringen. Haben mir denn irgendwer genauere Antworten da gegeben? Also gerade zu dieser Schneise da, wo wir durchgelaufen sind, wo das herkommen könnte? Oder haben die auch alle nur so Mutmaßungen? Nee, also selbst die Drakoniter, die hier vor Ort sind, wissen es nicht genau. Sie können den Bau dieser exischen Kultstätte auf das etwa 8. oder 9. Zeitalter verorten. Also sie haben damals ja von mehreren Elfenleben gesprochen. Wenn du nochmal genauer nachfragst, wirst du sowas wie 30.000, vielleicht 40.000 Jahre hören. Und in der Zeit kann wahrlich viel passiert sein. Wenn du mal ja, aber das kann ja schon mal nicht stimmen, weil so lange gibt es den Weltendiskurs ja noch gar nicht. Da müssen genau, das, deswegen, das sind dann auch Informationen, die du von Drakonitern bekommst und du kannst einfach nur Kopfschütteln, weil, naja, wie gesagt, der Diskurs gibt es ja noch gar nicht so lange. Okay, aber irgendwie eine klare Antwort hat da tatsächlich keiner drauf. Nein. Es ist einfach nur alt und es ist merkwürdig. Genau. Okay. Kasim. Ja, Kasim möchte sich von Nandur ja tatsächlich eine kleine Führung durch diese, vielleicht sogar durch ihn selber geben, sofern das möglich ist, geben lassen.
Ansonsten interessiert ihn einfach sehr, was hier ausgegraben wird. So weiter, ne? Ich glaube, da wollen sich auch noch Leute anschließen. Wie sieht's mit Oskur aus? Möchtest du dich dann mit anderen Leuten aus diesem Lager unterhalten? Beziehungsweise nicht aus dem Lager, sondern von den Neuankömmlingen, die du vielleicht demnächst begleiten wirst? Oder vielleicht mit Rondrigo selber? Wie sieht's aus? Ja, das hört sich gar nicht schlecht an. Ich würde den Kontakt suchen. Zu einem speziellen Helden oder zu den NPCs? Zu den Helden. Zu den Helden. Dann such dir doch einfach mal einen aus. Wir haben den Ritter, Jarlan Greifenmund vom Schnattermoor, der zwar nicht in einer Ritterrüstung steckt, aber sein Ruf eilt ihm voraus. Wir haben den Eismagier, wir haben einen Krieger, der wohl aus dem Süden kommt. Und einen Maraskaner, der mit denen gemeinsam herumläuft. Dann gehe ich zu dem Krieger. Habe ich vorher gesehen, dass die alle zusammen gehören? Ja, also die sind irgendwann vor einem Tag, relativ gegen Abend, sind die gemeinsam hier aufmarschiert, komplett kaputt und aufgerissen, zerstochene Haut und die gehören auf alle Fälle zusammen, du hast sie auch vorher im Lager noch nicht gesehen, du bist ja auch schon seit einiger Zeit hier. Okay. Und Rico findest du, weil der hat sich mit Kasims Fersen geheftet. Der will sich mit nicht nur die Lager, vor allem auch die Tempeltour, die Pyramidentour und alles hier geben lassen. Der scheint da so ein bisschen seine Kult, sein Wissen über diese Kult, die hier werden sind, hier auffrischen zu wollen. Das über das Exische zu lernen, was auch immer man hier lernen kann. Nicht großartig Sprachen und Schriften so sehr, denn mehr die Kultur und Geschichte, was auch immer sie herausgefunden haben. Ja, die wurde ja Nanduria gegeben als Führerin. Die ist nur jetzt gerade mit dem zuckenden Viborn beschäftigt. Und ja, du kannst dann gerade so sehen, wie Brindigian abgeht. Und Kasim will dann auch irgendwie das Gespräch suchen. Und während du dann herumstehst und darauf wartet, dass Nanduria dann gleich zu dir kommt, kannst du sehen, wie die junge Dame, diese Frau, wohl aus einer Richtung zu dir kommt. Du hast ja nur kurz gesehen von hinten mit ihren ziemlich hübschen, schillernden Haaren. Und jetzt kommt sie gerade auf dich zu. Der Herr? Dreht sich der nur 1,85 Meter groß ungefähr Torvaler Tolamiden-Mischling zu dir um. Rodrigo, der Mann mit den großen Muskeln und dem schönen Gesicht. Hulk Hogan eben. Ja, vor dir siehst du eine Frau, die wesentlich kleiner ist als du, ungefähr 1,74. Trägt ein blaues, tiefblaues Kleid, würdest sagen, wahrscheinlich hat sie das selbst gemacht oder sich von jemandem, der nicht gerade gut nähen konnte, machen lassen. Tiefbraune Augen mit so leichten grünen Sprenkeln, so ein Kreis drumherum. Schwarze Haare, die so ein bisschen in der Sonne glänzen. Auch sie hat ein ziemlich hübsches Gesicht. Du würdest die wahrscheinlich eher Richtung Tulaminlande einordnen vom äußeren Erscheinungsbild. Und schaut dich gerade so ein bisschen unsicher an. Ja, kann ich euch irgendwie helfen? Ist etwas? Eigentlich schon. Ich habe mitbekommen, dass ihr noch nicht so lange hier seid, beziehungsweise dass ihr schnell wieder aufbrechen wollt und ich wollte euch meine Hilfe anbieten. Okay. Dann fangen wir einfach noch ganz von vorne an. Ich bin Rodrigo und ich leite diese kleine Expedition hier, die auf der Insel herumläuft. Ich hab euch ein bisschen, wird ein bisschen rot beobachtet. Gut. Beobachten ist immer gut, bevor man zur Tat schreitet. Und ihr seid, ich habe das gerade, glaube ich, nicht ganz genau verstanden. Oh, verzeiht. Mein Name ist Borschtel. Sie macht so einen kleinen halbwegs Knicks, sieht irgendwie nicht besonders professionell aus, wahrscheinlich mal irgendwo gesehen und nicht wirklich verinnerlicht. Ich habe gesehen, eurem Kameraden geht es nicht besonders gut. Er ist sehr krank, ich habe die letzten Tage schon versucht, ihm zu helfen. Er wurde wohl, es hat sich jetzt herausgestellt, von einer ziemlich seltenen, aber doch sehr gefährlichen Libellenart wohl gebissen oder gestochen. Und er wird so geschultert. Ich weiß nicht genau, ob Libellen stechen oder beißen. Hat deswegen jetzt hier diese schlimme Auswirkung gerade, die er wohl noch ein paar Tage lang behalten wird.
Wie ich hörte, habt ihr auch keinen wirklichen Führer mehr, der euch helfen kann. Ich würde euch anbieten, dass ich euch begleite. Ich kenne mich hier inzwischen ein wenig aus, dem spreche ich ein paar Sprachen, die vielleicht nützlich sein könnten. Und naja, ich bin auch relativ sicher mit der Tierwelt, die hier beheimatet ist. Ja. Okay. Ja, also ihr seid jetzt hier Heilerin. Ursprünglich bin ich mit Rashika unterwegs und du siehst, wie sie so ein bisschen unter ihr Kleid fasst und du siehst, wie dich zwei braune Augen und zwei Knopfaugen anschauen und eine kleine Schlange. Und wirbelt durch die Luft bei seinem Schnellziehmanöver, flupp und landet irgendwo hinter ihm. Scheiße, Schachtung, Schlange. Ja, in dem Moment streckt Kasim so den Arm aus, nicht, dass er einfach so, um zu zeigen, dass vielleicht jetzt nicht gleich drauf losschlagen sollte. Die kennst du aus dem Grund gerade auch, der sozusagen mit beiden Armen schon nach vorne stürmen will, um irgendwie die Schlange zu erwürgen, um die Holde Mai zu retten und dann kurz innehält. Eine hochgiftige. Eine hochgiftige Speikobra. Ja. Aber auch Kasim hat die Augenbrauen hochgezogen. Oh, das ist mir peinlich. Entschuldigung, Moment. Er dreht sich kurz rum. Dreht sich ja wieder zu dir rum, entschuldigt, macht zwei Schritte rückwärts, um dir nicht das Hinterteil zu drehen, geht dann in die Hocke und hebt dann seine Streiter drauf. Kein Problem, aber das letzte Mal, paranoid. Dass ich einen Mann wie ein Mädchen am Schrein gesehen, als ich sie vorstellte, ist doch schon ein bisschen her. Sie grinst dich an. hier ist alles irgendwie giftig, gefährlich und es greift einen an. Wer hier nicht zuerst reagiert, wird von Stinktieren angepinkelt. Seht ihr, das wäre noch ein Grund, wobei ich euch helfen könnte. Ich kenne mich ziemlich gut aus mit giftigen Tieren. Sie machen mir irgendwie nicht so viel. Ich bin als Kind ein paar Mal von Rashika gebissen worden und seitdem komme ich ganz gut klar, wenn mich eine Schlange beißt. Das muss gelogen sein, weil, Rodrigo, du weißt, wenn du von einer Speikobra gebissen wirst, dann stirbst du. Und zwar relativ schnell. Und ihre Arme, Beine sind nicht nekrotisch, also das muss gelogen sein. Ich habe Heilkunde Gift 2, Frosty, so genau weiß ich es bestimmt nicht. Ja, aber du bist im Sumpf, du bist im Seelimer Sumpf groß geworden. Ja, ich habe gehört, dass die Viecher eigentlich, also die meisten Leute verlieren Arm, wenn sie Glück haben. Und die meisten haben kein Glück. Nun, bei mir ist es anders. Ich habe als Kind schon gelernt, mit ihrem Gift umzugehen. Und mein Vater hat mir einiges gezeigt. Und seit ich hier bin, ich bin zwar schon ein paar Mal gestochen und gebissen worden, aber so richtig ausgemacht hat es mir nichts. Aber so wie ich eure Reaktion abschätze, guck mal ein bisschen an dir rauf und runter, der du ja wesentlich größer bist als sie, denke ich, dass eure Erfahrungen da anders sind und das tut mir leid. Die Gerüchte. Ich bin selber noch nicht gebissen worden von einer Schlange. Ich habe nur von vielen Leuten gehört, dass sie gebissen wurden von Schlangen oder dass sie miterlebt haben, wie andere Leute gebissen wurden von einer Schlange und deswegen tot umgefallen sind. Und das Wort Speikobra hat er ziemlich schlecht abgeschnitten. Also, die haben immer irgendwie gesagt, die Biester beißen nicht so schnell zu, weil sie irgendwie eher spucken. Aber wenn sie zubeißen, ist es irgendwie wohl doppelt so gefährlich wie bei einer normalen Schlange oder so. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also, sie können sowohl beißen als auch spucken. Das kommt ganz drauf an. Ich kann es euch bei Gelegenheit mal zeigen, damit ihr eure Angst ein bisschen verliert. Ah, das ist... Ich glaube, meine Angst ist momentan gesteigert durch diesen Dschungel, aber das wird sich auch wieder normalisieren, wenn ich hier raus bin. Nun, aber dennoch würde ich euch gerne anbieten, euch zu begleiten. Ich bin sehr gewandt im Dschungel. Ich kann mich gut verstecken und anschleichen und könnte auch einen Weg auskundschaften, damit ihr eben gefeit seid vor solcherlei Kreaturen. Und naja, auch könnte ich eure Verletzungen behandeln. Ich bin ganz kundig bei Krankheiten oder wenn ihr sonst etwas habt, zum Beispiel auch Vergiftung. Sie tritt jetzt auch ein bisschen näher wieder auf dich zu, so ein bisschen vorsichtig, die Schlange ist noch wieder versteckt, das ist nicht mehr. Ja, er hat auch mittlerweile seine Axt wieder verstaut. Du hast auch vielleicht gesehen, dass er die Axt etwas zu schnell gezogen hat und deswegen ist das Ding mehr rumgewirbelt, anstatt irgendwie in seiner Hand zu sitzen, richtig? Ich muss das noch mit einigen anderen Leuten besprechen. Ich kann das hier nicht übers Knie brechen, aber ich würde euch dann morgen im Laufe des Tages Bescheid geben.
Aber ich bitte euch, lasst mich nicht hier bei diesen Hirsindegewalten. Es ist so langweilig und außerdem muss ich dringend zurück. Ich sollte gar nicht hier sein. Jetzt schaut sie dich das erste Mal auf ziemlich viel an. Wie seid ihr nicht hingekommen? Mein begleitender Magier meinte irgendwas von wegen Limbusreisen. Oder seid ihr hingewandert? Das war ein Witz, Rodrigo. Achso. Eine translimbische Spontanteleportation auf diese Distanz würde wahrscheinlich 4 Erzmagier ausbrennen. Also ich weiß nicht, was eine Translimbo ist, aber ich bin eigentlich... Das ist ein ziemlich exotischer Tanz da, wo der herkommt, kein Problem. Den könnt ihr mir unbedingt mal zeigen, Strahl. Ja, der kommt aus dem Raschdulzwall, da tanzt man anders. Nein, ich bin eigentlich mit dem Schiff hier hingekommen. Ich wollte woanders hin, aber dann hatten wir leider einen ziemlich schlechten Kapitän und das Schiff sank und... Als ich erwachte, sah ich in das Gesicht dieses Hirsindegeweihten, der mich mitnahm. Netterweise, er kümmerte sich um mich. Ich war ziemlich schwach und hatte auch kaum noch Flüssigkeit im Körper. Aber sie haben mich aufgepäppelt und seitdem bin ich hier. In dem Moment kommt Oskur. Angelaufen. Bereine zum Gruße. Wir kennen uns nicht. Steht euch im Weg. Rodrigo macht einen Schritt zur Seite. Wollt ihr da rein oder wollt ihr zu uns? Ich habe gedacht, von ich gesell mich mal dazu. Achso. Ja, vielleicht sollten wir einen Schritt an die Seite gehen, dass wir nicht alle im Weg rumstehen, so wie ich. Gute Idee, Kasim geht auch einen Schritt zurück. Sehe ich die Schlange noch? Nee, die ist gerade wieder unter dem Kleid versteckt, nachdem Herr Rodrigo sich etwas aufgeregt hat. Okay. Also siehst vielleicht, wenn du darauf achten würdest, wenn du es wüsstest, so ein paar kleine Formen, also zumindest Rodrigo und... ja, auch Kasim, wenn er dabei war, würden wahrscheinlich die Form der Schlange unter dem Kleid sehen, dass nicht gerade weit geschnitten ist. Aber wenn man jetzt nicht weiß, dass dort eine Schlange ist, dann wird man sie nicht sehen, nein. Aber Oskur, also du weißt es auch. Die Arbeiter, wenn okay. du dich mal mit denen unterhältst, sie werden ja auch krank. Sie hatten einen ziemlich schlechten Ruf, musst du sagen. Die Arbeiter haben sie so ein bisschen als Hexe verschrien. Sie ist zwar ziemlich, ziemlich gut aussehend und alle Arbeiter würden gerne mal irgendwas mit ihr haben, aber naja, eine Frau auf Maraskan mit einer Schlange, das ist eine Hexe auf alle Fälle und dementsprechend hat man so ein bisschen Angst vor der. Gemein, nein. Also du weißt, dass sie da wohl irgendwie eine Schlange haben muss. Gesehen hast du sie auch nicht, aber die Gerüchte sind sehr stark. Okay. Ja, also wenn du genau darauf achtest, wie gesagt, dürftest du auch unter dem Kleid am Bauch rum quasi so eine Art, man könnte es für eine Speckrolle halten, nicht wüsste, dass sie sehr zierlich ist. Und sie ist halt quasi dort den Körper auch so um sie geschlängelt. Okay. Ich sehe, ihr unterhaltet euch mit der Schlangenfrau. Ja. Bei ihr müsst ihr aufpassen, sie hat eine Silberzunge. Was? Und was ist eine das? Schlange zugleich. Das mit der Schlange weiß ich, aber was bei allen Niederhöllen ist eine Silberzunge? Eine Silberzunge ist umgangssprachlich eine Person, die sehr gut reden kann. Also, habe ich noch nie gehört. Er kratzt sich so an dem, naja, 3 Tage war das der falsche Begriff, das ist jetzt wahrscheinlich gute Woche her oder 2, dass er sich das letzte Mal rasiert hat, kratzt sich da so ein bisschen. Einige tulamitische Händler benutzen manchmal das Wort Silberzunge. Kommt ihr aus Kunchum oder irgendwie so aus den Tulamidenlanden, Oskur? Nö, das habe ich irgendwo mal aufgefangen. Das ist so eine Art Allgemeinbildung. Es ist nicht verkehrt, wenn man mit Leuten gut reden kann. Ich würde sagen, es ist einem oft zum Vorteil. Gerade wenn man so etwas tut wie ich, wenn man tanzt, die Leute bespaßt oder ihnen auch Kunststücke zeigt. Wollt ihr mal was sehen? Oder wenn man hochgiftige Tiere bei sich trägt, die andere im Handumdrehen umbringen können. Hat meine Schlange euch jemals etwas getan? Noch nicht. Hier gibt es so viele andere giftige Tiere, die ich nicht mehr herumtrage. Vor denen sollt ihr viel mehr Angst haben als vor meiner Rashika. Die hat nämlich vorgestern erst eine kleine Maus gefressen. Seitdem verdaut sie. Ich kann es sogar spüren und sie tätschelt sich den Bauch. Sie hat sie wohl erst vergiftet. Ich würde gerne mal ein Kunststück deiner Schlange sehen. Boah, das stimmt schon auf. Die eine Giftschlange kommt das jetzt auch nicht besonders an. Werter Herr Rodrigo, wenn ich die Schlange wieder raushole, springt ihr dann wieder 2 Meter nach hinten? Nein, alles schon okay. Das war nur ein Axtwurftest. Ich muss gucken, dass das Ding noch stabil ist. Dunar kommt angewackelt, in seinem Bart hängt auch so ein bisschen grüne Minzsoße. Da seid ihr ja.
Na, du kommst gerade recht. Hier ist gleich hier so eine kleine Privatvorführung von der Stadt. Die Frau, die hat eine Schlange und die macht irgendwelche tollen Tricks damit. Ah, das ist die Schlangenfrau. Ja, von der habe ich schon gehört. Ja, stimmt. Die würde ich auch gerne mal ficken. Benimm dich. Der Name gegenüber benimmt man sich. Was? Ach so, Entschuldigung. Also ihr habt keine wirkliche Silberzunge. Mal gucken, mal zu Osko rüber. Ah, er hat mir die Muskeln gepachtet. Ich verstehe. Ein Grobian. Ich bin Dynamo. Nein, bin in Dynamo. Der Tat nicht. Ach, Dynamo, entschuldigt, ihr seht alle gleich aus. Stimmt, Quatsch mal. Auge. Nun, wollt ihr jetzt was sehen? Und ja, nimmt man den Rucksack vom Rücken. Wo wir gerade sowieso warten, können wir auch uns etwas anschauen, was uns dann belustigen könnte. Oh, stellt ihn ab und nimmt so ein paar Handschellen, also die... Ich weiß ja, wer die kennt, sind so Schellen, die macht man die Hände und mit denen kann man so aufeinander klappen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und nimmt die Schlange dann auch raus. Ihr seht auch, wie sie sich um ihren Hals so ein bisschen schlängelt. Und sie fängt dann auch an, in einen Takt mit diesen Schellen vor sich hin zu klappern. Und in diesem Takt fängt dann auch die Schlange an, so über ihren Körper zu gleiten, auch in eure Richtung. Also an ihrem Oberschenkel runter mit dem Kopf, dann runter zu ihrer Wade, dann so ein bisschen noch um den Fuß geschlängelt und dann fängt sie an mit dem Boden langsam. Erst davon Trio zuzuschlängeln, dann so ein bisschen zu Kasim rüber und dann wird der Takt schneller mit den Handschellen und sie wendet sich dann auf und macht plötzlich eine Bewegung nach oben, also stellt sich so richtig auf mit dem Kopf, sodass sie ungefähr einen guten Meter hoch auch steht und ihr hört eine Art wie ein Fauchen. Es ist anders als bei einer Katze oder einem anderen Tier. Wahrscheinlich habt ihr es ein paar Mal schon gehört, wie ihr die letzten Tage unterwegs wart und seht, wie sie den Hals breit macht und auch einmal den Mund so ein bisschen aufreißt. Ihr seht die Zähne, die Zunge, wie sie euch anstarrt und in dem Moment werden die Schellen noch ein bisschen schneller und mit einem lauten Klappern verstummen sie und die Schlange fällt, als hätte man sie angeschossen, plötzlich zu Boden. Und ihr seht, wie Washer so ein bisschen noch um sie herum tanzt, sich dann ebenfalls auf die Schlange wirft, mit dem Gesicht nach unten zu Boden und innehält.